danach auch meinte im Interview, ja, das ist eben doch was Besonderes. Man versucht da so viel wie es geht mitzunehmen. So, nach dem Aufwärmen wird es jetzt ein bisschen schnellkräftiger. Juan Bernat auch dabei mit der Mütze. Hinter seinem Landsmann, hinter Javi Martinez. Das Aufwärmprogramm, wie so oft geleitet, von Dr. Holger Breuch, unserem wissenschaftlichen Leiter und Leiter im Bereich Fitness. Der ja in dieser Saison zum 8. Mal deutscher Meister werden könnte. So, und jetzt wird angezogen. Also die Übungen werden peu à peu gesteigert vom langsamen Aufwärmen. Dann diese schnellkräftigen, explosiven Bewegungen in den Ringen und jetzt der Antritt. Mal synchron aus. Hat was von einer einstudierten Choreografie. Also auch am gestrigen Dienstag wurde schon sehr konzentriert gearbeitet, wie erwähnt, auch wenn das eine relativ kleine Trainingsgruppe ist. Die, die hier sind, die geben natürlich Vollgas. Die müssen natürlich auch irgendwie im Saft bleiben. Ehe es dann. Das war 2014-15, da gewann man an einem Samstag mit 1:0 gegen die Hertha aus Berlin und am Folgetag verlor der Verfolger, der VfL Wolfsburg in Gladbach, und so war das dann theoretisch fix und die Bayern, sie saßen auf dem Sofa. Also wäre natürlich mal eine feine Sache, erstmals in der Allianz Arena den Meistertitel feiern zu können, aber wie gesagt,
konzentriert sich, und das hört man auch aus der Mannschaft eben raus, nur auf das Spiel, auf das Resultat, auf den Auftritt und nicht darauf, wo, wie, wann kann man den insgesamt 28. deutschen Meistertitel einfahren. Für Ribéry wäre es, wie erwähnt, der 8. Das ist schon eine sehr, sehr stolze Zahl. Im letzten Heimspiel beim 6:0 gegen den HSV, Franck Ribéry in einer überragenden Verfassung, erzielte dort den ersten Doppelpack seit Dezember 2013. Javi Martinez, zuletzt in Leipzig im Kader, kam dort nicht zum Einsatz. Ansonsten aber natürlich eine absolute Stütze im Mittelfeld unter Jupp Heynckes. Programm ohne die Murmel stattgefunden hatte. Wie gesagt, Muskeln auf Betriebstemperatur, peu à peu die Steigerung. Kommt jetzt die Kugel hinzu und jetzt schärfen die Bayern weiterhin das ein, was sie ohnehin schon ja praktisch im Blut haben. Sie sind seit Jahren schon national gesehen eigentlich die Passmaschine schlechthin, sind wie schon in den vergangenen Spielzeiten das Team in der Bundesliga mit den meisten Pässen, mit der besten Passquote. Ich habe mal nachgeschaut, die geupdateten Statistiken in dieser Saison haben die Bayern 17.000. Am Schnürchen läuft immer wieder die Kommandos von Peter Hermann. Auftakt gegen Dortmund am 31. März folgt dann der heiße April. Da geht es auch Schlag auf Schlag am 3. April. Am Dienstag das Hinspiel im Champions League Viertelfinale beim FC Sevilla. Das wird auch ein ganz interessantes Duell. Noch nie gab es zwischen diesen beiden Mannschaften einen Pflichtspielvergleich. Das Rückspiel steigt dann eine Woche später am Mittwoch, also am 11. April, zu Hause, wo die Bayern dann hoffentlich das Halbfinalticket buchen können. Dazwischen, zwischen diesen beiden Aufeinandertreffen gegen die Spanier, steht noch das Auswärtsspiel beim FC Augsburg an. Und nicht die dritte. Es folgt am 14. April, am Samstag um 18.30 Uhr, das letzte Topspiel für uns in dieser Saison. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Da gab es ja in der Hinrunde eine von bisher zwei Pflichtspielniederlagen unter Jupp Heynckes, in dessen Alter oder in dessen immer noch aktueller Heimat. Da stand unter anderem Otti Fried auch im Kader, der heute hier also auch trainieren darf, bei diesem 1:2 bei den Fohlen. Danach gibt es das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer 04 Leverkusen. Das ist dann der 17. April. Dem folgt das Auswärtsspiel am Samstag in der Liga in Hannover am 21. April. Und sollten die Bayern, was wir natürlich alle hoffen, sich für das Champions League Halbfinale
qualifizieren, gibt es dann unter der Woche das Hinspiel. Und der April wird dann zugemacht am 28. April mit dem vorletzten Heimspiel in der Bundesliga gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also, zweimal Sevilla, dann der Pokal in Leverkusen und möglicherweise das Champions League Halbfinale. Das knackige Programm im April unter der Woche, dazwischen immer Bundesliga am Wochenende. Man redet ja so oft von dieser entscheidenden Phase und die steht nun unmittelbar an. Und auch deswegen heißt es, die Antennen ausgefahren zu halten, eben die Spannung aufrechtzuerhalten. Und auch deswegen sind solche Trainingseinheiten wie jetzt enorm wichtig. Auch wenn das eine kleine, überschaubare Trainingsgruppe ist. Das Ganze natürlich auch beäugt, geleitet von Hermann Gerland. Liebe Bayern-Fans, ich habe es ja eingangs erwähnt, Länderspielpause ist nicht Trainingspause, Länderspielpause ist nicht, ist ebenso wenig Bayern-Spielpause am Wochenende, da steht ein echter Leckerbissen an. Unsere Legenden an der legendären Anfield Road gegen den FC Liverpool. Wir übertragen das natürlich live für euch. Kickoff-Anstoß bis um 16 Uhr. Also auch da muss man keinerlei Abstriche machen. Vor allem laufen da auch viele, viele wirkliche Legenden auf. Also angefangen auf Seiten der Bayern. Hans-Jörg Butt, Lothar Matthäus, Vicente Lizarazu, Sammy Kufur, Se Roberto, Giovanna Elba, Luca Toni oder auch Roy Mackay, um nur einige wenige zu nennen. Und auf Seiten vom FC Liverpool Xabi Alonso, der vermutlich dann eine Halbzeit für die Reds spielen wird und die andere für die Roten, also für uns. Und zudem beim englischen Traditionsverein auch Jerzy Dudek im Tor, Jamie Carragher, Jon Arne Riese, Gary McAllister, Luis Garcia, Dirk Coit und das Ganze garniert mit Stevie G, mit Steven Gerrard. Also das ist ein absoluter Hingucker. Das ist nochmal eine richtige Rosine in der Länderspielpause. Und eine Woche später folgt dann eben die nächste mit diesem Topspiel gegen Borussia Dortmund. Das wird dann bereits das dritte Pflichtspielduell in dieser Saison. Im Hinspiel gab es beim BVB ein 3:1. Ein beeindruckender Auftritt der Bayern. Und das letzte Pflichtspiel 2017. Das war das Pokal-Achtelfinale. Da gab es zu Hause gegen den Titelverteidiger, gegen Borussia Dortmund, ein 2:1. Und natürlich möchte man dann auch den dritten Vergleich für sich entscheiden. Du schmeißt den hier weg. Die nächsten 90 Minuten lang liegst du eigentlich nur. Wenn du gerade am Tresen stehst, dann liegst du. Hat auch schon 18 Länderspiele für Spanien bestritten. Er wird auf alle Fälle auch ein Kandidat sein für die WM. Falls was ist, ich bin dann am Samstag, bin ich bei der Nacht, soll ich noch irgendwas ausrichten? Ja, sagst du, er soll mal einen Scheiß Fußball spielen lassen? In Berlin? Nein, nicht dem. So die Jungs, meine ich. Ja, sie sollen Gas geben.
sind alles Blinde, sag ich. Ich gehe am Samstag erstmal die Jungs steil. Sex erstmal der Aufstand. Tim Walter, unser Amateurtrainer, schaut sich das Ganze natürlich gerne an, weil auch einige seiner Jungs dabei sind. Maxima Butcher, den hat er bisher noch gar nicht erwähnt. Zum Beispiel der Verteidiger. Die Amateure ja leider ebenso wie die Profis am Wochenende, beziehungsweise bereits schon am Freitagabend mit der ersten Niederlage, da gab es ein 1:3 im Grünwalder gegen die zweite Mannschaft vom 1. FC Nürnberg. Nach zuvor 12 ungeschlagenen Ligaspielen. Also irgendwann reißt dann jede Serie. Aber wenn man nach einer Niederlage, die hoffentlich nur ein Betriebsunfall bleibt, dann wieder so eine Serie starten kann, ich glaube, dann kann man sowas gerne in Kauf nehmen. Alle in dieser Rondo-Form praktisch versammelt. Drei Teams, wenn ich das richtig erkenne: grüne Leibchen, blaue Leibchen und dann ganz in weiß. Team Blau mit Merita Cavani, mit Ochi Fried, mit Joshua Zirkse und mit Joni Meyer. Unser Linksverteidiger aus der U19 mit der Mütze. Team Grün, hier am Ball, die Anspielstation, Franck Ribéry und Sven Ulreich. Und der Rest in weiß, wunderbar auch von hier zu erkennen. Also Ribéry die Anspielstation in der Mitte und Ulreich eher im Eck. Den Meistern der Rest. Der starke Javi Martinez. Und hier gut zu erkennen, Peter Herrmann. Der ist immer voll dabei, seine Kommandos. Die schwingen da immer mit, aber die halten die Aufmerksamkeit auch aufrecht. Natürlich ist das Trainingsprogramm voll abgesprochen mit Jupp Heynckes. Das war ja auch schon im November bei der letzten Länderspielpause 2017 so der Fall. Das ist dann ganz, ganz eng abgesprochen. Jupp Heynckes lässt sich das dann alles auch genauestens berichten. Das ist eine reibungslose Zusammenarbeit. Sven Ulreich mit einer ganz, ganz starken Partie in Leipzig, vor allem auch in der ersten Hälfte mit vielen tollen Paraden. Leider musste er dann doch zweimal hinter sich greifen, war aber machtlos bei den Gegentreffern. Ansonsten eine bärenstarke Saison vom 29-Jährigen. 10-mal hielt er den Kasten sauber. Das ist Höchstwert unter den Torhütern. Insgesamt sind die Bayern in dieser Statistik auch die Nummer 1. Insgesamt spielten sie 14-0. Sie sind nicht nur tabellarisch von den Punkten, sondern auch in vielen, vielen Statistiken die Nummer 1 in der Bundesliga, sei es in Sachen Defensive oder Offensive. Sie haben die meisten Treffer erzielt, 65. Sie haben die wenigsten Gegentore kassiert, 18. Sie sind das zweikampfstärkste Team. Habe ich 2 Gegentore unterschlagen, die von Leipzig kamen hinzu, also 20 Gegentore und 66 Treffer. So heißt es richtig, aber ansonsten der Rest hat so gestimmt.
Sachen Pässe und Passquote, das habe ich vorhin bereits angerissen. Viele Nörgler-Kritiker halten es für eine selbstverständliche Langeweile, dass die Bayern aller Voraussicht nach zum 6. Mal in Folge deutscher Meister werden. Aber das ist immer wieder das Ergebnis einer extremen Konstanz. Und die musst du auch mal überhaupt aufs Parkett bringen, eine ganze Saison über. Wie stark die nationale Konkurrenz sein kann, das hat man vor allem auch zu Saisonbeginn gesehen, mit diesem fulminanten Start der Dortmunder. Und so etwas musst du auch erstmal aufholen und danach in der Spur bleiben. Und das schaffen die Bayern nunmehr. Seit 6 Jahren. Wieder Peter Herrmann. Voll dabei. Ist auch keinerlei Nachlässigkeit zu bemerken. Wie gesagt, da sind alle voll bei der Sache. Schon auch kurz angerissen. Morgen hat er Geburtstag, da wird er 66 Jahre jung, aber noch kein bisschen fußballmüde. Ganz im Gegenteil, Peter Herrmann. Der ja auch schon in dieser Saison ein Spiel sozusagen als Cheftrainer leiten konnte, / musste, insofern unfreiwillig, weil Jupp Heynckes krank im Bett lag beim 2:1 gegen den FC Schalke 04. Aber das hat bestens geklappt. Die Bayern gegen den aktuellen Tabellenzweiten mit dem Heimsieg damals. Sie haben ja nach dem vergangenen Spieltag immer noch einen komfortablen Vorsprung von 17 Zählern. Kurze Verschnaufpause, weiter geht's. Ribéry immer noch der Fixpunkt, der Anspieler oder die Anspielstation im Zentrum. Jetzt Tom Starke mit dem grünen Trikot. Hier am Ball Sven Ulreich. Jetzt an der Murmel musste das grüne Shirt abgeben. Und Team Blau muss den Ball erobern mit Zirkzee, mit Friedrich, mit Schabani und mit Juni Meier. Voll bei der Sache, auch unheimlich agil, immer wieder auch zu sehen. Peter Herrmann, der geht noch nach den Trainingseinheiten auch eine Runde joggen. Und sie dürften dann nach dem Training, wie so oft nach solchen Einheiten, auch noch mit Selfies, mit Autogrammen belohnt werden. Trainingsbesucher. Und unsere Krake kann auch per Kopf. Tom Starke zweimal stand an dieser Saison im Kasten. Zweimal hielt er die Null.
gegen die Eintracht aus Frankfurt am 15. Spieltag und einen Spieltag später zu Hause gegen den 1. FC Köln. Da gab es zweimal ein 1:0. Also weiße Weste für den seit Sonntag 37-Jährigen. Zu erkennen, diese Linien, diese gestrichelten, auch das alles genau und ganz gezielt so hier aufs Parkett sozusagen gezeichnet, aufs Reißbrett, um das Verschieben bei größeren Trainingsformen mit den Abständen genau einstudieren zu können. Unser Filou, bester Laune, gegen Leipzig eingewechselt, kommt hinten raus, leider nicht mehr dieses 1:2 vermeiden. Da tauten die Bayern nach einer guten Stunde dann so richtig auf, wurden aber für ihre Offensivbemühungen hinten raus nicht belohnt. Nach einer ganz, ganz starken ersten Stunde von Leipzig war im 5. Pflichtspielduell die erste Niederlage für die Bayern. Aber wie gesagt, die war verschmerzbar. Man hat das sehr realistisch und sachlich und selbstkritisch eingeordnet. Man weiß, woran es gefehlt hat. Und wird dann daraus hoffentlich die richtigen Schlüsse und Lehren gezogen haben für das, was da noch kommt im April und im Mai. Wie mit der Hacke gerade eben. Jetzt die Anspielstation im Zentrum. Team Blau muss weiterhin den Ball nachlaufen. Da geht es eben auch um das Umschalten, wenn dann Team Blau am Ball ist. Sofort aus dieser Rolle vom Balleroberer in die Rolle des Ballbesitzers. Von Torben Hoffmann, von Toni Tapalovic. Ja, warm geschossen ist es nicht mehr und ich glaube, der muss ordentlich viel Waschmittel in die Tonne heute reinschubsen. Ein Torwart-Shirt, aber ich glaube, davon träumt auch jeder Torhüter nach so einer Trainingseinheit. So muss man aussehen, wenn man Training richtig angeht. So, und jetzt Team Blau im Ball, also Team Weiß muss ich die Murmel jetzt holen. Und auch hier gut zu erkennen, da fehlt es nicht an Einsatz. Sven Ulreich geht runter. Auch bei unseren U-Teams, also bei den Nachwuchsmannschaften und bei den Amateuren, ist jetzt am Wochenende die Spielpause angesagt, wegen den Länderspielen.
Pause. Ist natürlich auch ziemlich knackig und intensiv auf so engem Raum mit möglichst wenigen Ballkontakten. Da kommt man gut ins Schwitzen. Wenn man mal so ein bisschen am Horizont entlang schaut, so stellt man sich den Frühling nicht unbedingt vor. Es hat gestern, vorgestern geschneit. Es ist noch weiterhin um die 0 Grad, bleibt alles liegen. Hoffen wir, dass das dann spätestens in der nächsten Woche auftaut. Zu diesen ja, großen Spielen zum Saisonendspurt wünscht man sich natürlich auch ein frühlingshaftes Wetter. Ich vermute mal stark, jetzt kommen auch die Torabschlüsse hinzu nach diesem Kreisspiel. Dann gibt es auch nochmal das Salz in der Suppe für die Trainingsbesucher und natürlich auch für die Spieler. Das merkt man immer wieder auch im Training, wenn es in die Spielform übergeht oder wenn die Tore hinzukommen. Da kommt natürlich auch der Ehrgeiz. Da kommt eben dieses kleine Spielkind bei jedem raus. Oder orientiert man sich jetzt doch erstmal zur Mittellinie mit dem Rücken zum Tor? Also vielleicht gibt es da doch noch einen kleinen Aufschub. So, das ist nochmal eine ordentliche Portion Explosivität, der Antritt von Xavi, dann diese Seitenverlagerung, alles mit ein Ballkontakten und alles inklusive Abschluss. Oh, der war drin. Feines Ding, Gabel von Ochim Ried. Das hat er ja im Blut, das Knipsergehen. Unser Top-Torjäger. Der Amateure 19 Einsätze, 13 Buden, Ochi Fried. Joshua Zirkzee, knapp vorbei. Der Niederländer, der für die U17 spielt, auch schon bei der U19 mal ran durfte. Ebenso wie bei Trainings von den Profis. Maxima Vuca und sofort dieses Umschalten auch. Nach einem Torabschluss. So, und auch wenn das gerade vielleicht ein kleiner Bildverdreher war, Ehre, wem Ehre gebührt, vielleicht habt ihr ihn kurz erkannt, Lothar Matthäus. Hat auch seinen Grund. Der hat heute Geburtstag, auf diesem Wege alles Gute. An Lothar Matthäus wird 61 Jahre jung. Und wie fit er ist, davon könnt ihr euch überzeugen am Samstag. Er wird auch bei den Legenden am Start sein. Nochmal
Jetzt habe ich das ans Herz gelegt. Ein echter Leckerbissen. Der FC Liverpool an der Anfield Road gegen den FC Bayern. Mit hochkarätigen Namen, unsere Legenden also. Das wird ein echter Leckerbissen. Unter anderem auch mit dem ehemaligen Spielgefährten von Javi Martinez und mit seinem Landsmann Xabi Alonso. Und auch Seroberto wird dabei sein und den gibt es heute Abend auch bei uns im 1:1 Talk. Also das richtige Aufwärmprogramm dann heute im 1:1 Talk. Das war ein feiner Schlenzer, ich glaube das war Joni Meyer. An die Regie. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, Lothar, natürlich wird er nicht 61, sondern 57. Ich habe 57 gelesen und dachte 1957, also habe ich ihn 4 Jahre älter gemacht. Um Gottes Willen. Und trotzdem, oder gerade deswegen wird er wohl in herausragender Verfassung sein. Wie gesagt, davon könnt ihr euch überzeugen am kommenden Samstag. Im Legendenspiel. Der war fein, nichts zu machen für Sven Ulreich. Ich glaube, das war Schabani mit diesem Schlenzer. Und sofort dieses Umschalten vom Schützen, der dann als erste Anspielstation sich wieder parat machen muss. Da wird er von Peter Hermann angespielt und der Abschluss, also auch nach Spielsituation, dass man eben aufmerksam bleibt und sofort auch gedanklich umschaltet. So, ich glaube, einen Videobeweis können wir hier leider nicht anstrengen, ob der hinter der Linie war oder nicht. Sei dahingestellt. Zirkzee mit der Flanke und Juan Bernat mit dem Abschluss. Und hier muss er sich sofort wieder anbieten. Und dann der Alu-Treffer. Auch da sind die Bayern im Übrigen Team Nummer 1. 17 Alu-Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison. Das ist höchst wert. Davon geschwärmt, erzählt diese Eindrücke in Leipzig im Stadion, wenn man dann das erste Mal bei der Mannschaft dabei ist. Das ist einfach ja, was ganz, ganz Spezielles. Jetzt von Torben Hoffmann zwischen den Pfosten. Sein Hintermann Sven Ulreich, der gerettet hat und ihn jetzt wieder ablöst. Also das ist ein fliegender Wechsel. Ja, komm, 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 komm.
wieder auch dieses Kommando eben jetzt bei Zirksi sofort sich wieder freilaufen. Nicht abschalten. Dass man das verinnerlicht und dann auch im Spiel sofort interessiert. Avucha. Ein bisschen zu hoch angesetzt. Zu nehmen für Javi Martinez, der ja auch schon getroffen hat in der Königsklasse, im heldenhaften Tor bei Celtic Glasgow, dass er den 2:1 Siegtreffer erzielte und sich dabei eine Platzwunde zuzog. Eine Ballannahme von Franck Ribéry, dann versucht das mit dem Chip. Sonia Chabani und Martinez im Zentrum. Und Chabani macht's. Und er macht's nochmal, Doppelpack vom 19-jährigen Mittelfeld-Youngster. Knapp am Tor vorbeiköpft. Jetzt zieht ja nicht nur der Champions League ein Treffer, sondern mit links, so wie hier, auch sozusagen den 2018 Opener, das erste Pflichtspieltor in diesem Kalenderjahr beim 3:1 in Leverkusen. Also diese Stafetten, die gehen dann auch in Fleisch und Blut über im Spiel, wenn dann sowas so einfach aussieht, aber doch eben einstudiert ist, auch durch solche Übungsformen wie hier. Diese Verlagerung auf die andere Seite, alles mit einem Ballkontakt. Auch noch mal genau nachjustiert.
durchschnaufen und dann das Ganze nochmal. Vielleicht in leicht abgeänderter Form. Aber Ausgangspunkt wieder dieser explosive Antritt. Hier unten am Bildrand. Dann die Seitenverlagerung. Zirkzee und Hoffmann. Gute Parade. Also ebenso wie schon gestern beim Trainingsauftakt in diese Woche hat diese relativ kleine Trainingsgruppe hier einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck hinterlassen. Nochmal, es geht darum, eben die Spannung aufrechtzuerhalten. Auch morgen gibt es nochmal ein Training, ein öffentliches Training. Also ihr seid natürlich herzlich eingeladen, hier an die Säbener Straße zu kommen. Die Bayern ohne 13 Nationalspieler, die unterwegs sind, darunter 7 Deutsche. Ich habe es ja anfangs aufgezählt. Die werden dann in der kommenden Woche wieder hier dazustoßen und dann heißt es, die Antennen hochfahren für diesen Saisonendspurt, in dem die Bayern natürlich dann diese hervorragende Ausgangsposition, diese tolle Verfassung, die sie haben, möglichst bis zum Ende halten wollen. Hoffen wir mal, dass dieses 1:2 in Leipzig nur ein kleiner Betriebsunfall war. Sie wirkten danach auf alle Fälle gefestigt. Dass sie dann die kommenden Aufgaben in allen drei Wettbewerben wieder so seriös und erfolgreich angehen, wie eigentlich die ganze Saison über. Jetzt gleich im Anschluss gibt es die News, da werdet ihr mit allen Neuigkeiten rund um den FC Bayern versorgt. Und da gibt es auch, um das nochmal richtig zu stellen und an dieser Stelle nochmal alles Gute, einen schönen Beitrag über Lothar Matthäus, der heute, ich betone das jetzt nochmal, 57 Jahre alt wird und nicht 61. Also alles Gute. Ihn gibt es, wie auch schon öfter erwähnt, auch am Samstag im Legendenspiel beim FC Liverpool. Ab 16 Uhr ist der Anstoß. Also ein echtes Highlight an diesem Wochenende. Wie gesagt, in der Länderspielpause wird ordentlich weitergekickt beim FC Bayern. Da rollt die Kugel, ob im Training oder in diesem Legendenspiel. Also das soll es von meiner Seite aus hier gewesen sein. Wie gesagt, jetzt gibt es gleich die News. Heute um 18 Uhr ebenfalls nochmal News. In diesem Sinne, bleibt's am Ball, bleibt's auf FC Bayern TV live. Bis zum nächsten Mal. Servus.